möchte ich mal was zeigen. Jeder kennt das vielleicht, Tagliatelle Porcini oder Risotto Porcini, also eine Steinpilzsoße. Häufig wird da sehr viel Sahne reingemacht oder was Ähnliches. Ich will mal zeigen, wie man sowas machen kann mit ja, wenig Fett. Und dazu brauchen wir Steinpilze, getrocknete, dann eine Zwiebel, eine Karotte, zwei Knoblauchzehen und natürlich Weißwein und Petersilie kommt noch. Und das Wichtigste ist, dass man als allererstes die getrockneten Steinpilze aufweicht. Am besten mit kaltem Wasser. Und während die einweichen, bereiten wir die Zwiebeln vor und alles, was wir brauchen. Diese Sachen tun wir jetzt in einen Mixer oder bei uns jetzt in den Thermomix rein, um es klein zu hacken. So, die Steinpilze schneidet man mit der, man holt sie raus und kann sie so fein, wie man es möchte, dann schneiden. Die lassen sich dann sehr gut schneiden, weil sie schön aufgeweicht sind. Also bereits nach 5 bis 10 Minuten maximal sind sie schon weich genug in kaltem Wasser. Und das Wasser dazu, und das Wasser, was da drin verbleibt, benutzt man dann für die Soße. Genauso nimmt man dafür, in Italien gibt es das, sehr verbreitet Brühwürfel mit Steinpilzen. Es gibt eine bekannte Firma, die sie leider nur in Italien vertreibt, aber mittlerweile kann man das auch übers Internet bestellen. Machen Olivenöl rein. Machen das mal im Wok heute. Gefäß eignet sich sehr gut für sowas. Ich mache immer noch eine Chili rein, das gibt ein wenig Geschmack noch, nicht nur Schärfe. Die Steinpilze mit dazu. Ich mache ein wenig Tiefkühlpetersilie rein, weil ich keine Frische hatte. Das tut es auch sehr, sehr gut trotzdem. Dann löschen wir das als erstes kurz mit Maiswein ab. Das nächste kommt dann jetzt das Wasser mit rein von den Steinpilzen. Der erste Teil. Kann man eigentlich auch schon die Brühe in ein paar Stücke teilen und mit rein tun. Und
Den Rest habe ich nochmal aufgefüllt mit weiterem Wasser, weil wir brauchen noch mehr Flüssigkeit. Schließlich wollen wir weniger Sahne drin haben. Oder weniger ist gar nicht, eigentlich gar nicht. Dann können wir den Rest auch schon dazu tun. Die Menge an Wasser ist entscheidend, weil das ist dann die Soßenmenge, mehr oder weniger. Ja? Also sagen wir mal 70-80% weniger als das Gesamtvolumen am Ende. Aber wenn man mehr Wasser reinmacht, ich habe jetzt ein wenig mehr reingemacht, dann muss man dementsprechend auch von der Brühe etwas mehr reinmachen. Also für zwei, drei Personen hätte das vorhin jetzt noch gereicht. Und weil, um daraus jetzt eine Soße zu machen, reicht es, wenn man es dann am Ende etwas andickt, mit Speisestärke zum Beispiel. Diese Soße kann man so benutzen. Alternativ, so machen wir das jetzt, weil wir Kinder haben, bevor sie sonst alles aufpulen, was drin ist, würden wir das nochmal mit dem Pürierstab durchpürieren, damit es eine homogene, schöne, cremige Soße wird. Das zeigen wir gleich. Und zwar pürieren wir das, bevor es angedickt wird und bevor die Milch reinkommt. Damit die Basis schon mal fertig ist. Und so sieht es dann aus, wenn es püriert ist. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, es anzudicken und dann ist es fertig. So, ein Esslöffel, etwas gehäuften Esslöffel Speisestärke mit kaltem Wasser gerührt. Sieht dann so aus. Das kippen wir dann rein. In die kochende Soße. Rühren dabei. Und wie wir sehen, es dickt schon ziemlich schnell an. Und damit es nicht zu dick wird, rühren wir und machen ein wenig Milch, fettarme Milch rein. Und zwar wirklich nur einen Schluck. So, wenn die Nudeln fertig sind, kommen sie hier rein. Der Vorteil an dem Wok ist, dass man hier so sehr gut rühren kann. Und fertig. So, ich hoffe, es gelingt euch und es schmeckt euch auch. Und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.